Willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen Part von Call of Duty Ghosts. Okay, wir haben schon zwei Waffen. Wir sind auf einem Schlachtschiff und werden geentert höchstwahrscheinlich. Naja, schauen wir mal, was wir dagegen bringen können. Ich kann nicht rennen, warum? Keine Ahnung. Ziele auf Deck! Tja. Hornets sind in der Luft. Wiederhole, Hornets in der Luft. Okay. Verdammt, wer ist jetzt Freund, wer ist jetzt Feind? Das ist aber interessant. Naja, dann ballern wir eben auf alles, was sich bewegt. So, und wo lang? Ich glaube mal, es geht da lang. Ich glaube es. Mal sehen. Ach, das war keiner. Ich sehe schon, das wird eine harte Arbeit hier werden. Gut, das war jetzt nicht schlecht. So, der hat mal einen Eierschuss bekommen. Glaub mir, Kinder, auch wenn er weiterlebt, der wird keinen Spaß mehr am Leben haben. Also, ich hätte den nicht mehr. So, der kriegt auch Nummer 2. Und weiter geht's. Wo ist denn der Hash? Der ist wieder abgehauen. Nee, da ist er ja. So, gibt's hier noch jemanden? No. Alle haben hier fett wegbekommen. Ab dem soll ich folgen. Wir beladen ihn gerade. In 2 Minuten. Ja. Wir stellen uns während eines Angriffs hier hin und lauschen über den Tag. Er kommt in spitzen Winkel zurück. Bereit machen für Zielmarkierung. Wir brauchen einen Transport zum Angriffstrupp auf die Satellitenfarm. Ja, Sir. Hubschrauber nähern sich. Sie werden aber erst in 10. Ich brauche diesen Transport. So, und nu? Ach so, ich soll mir dieses Ding schnappen. Ja, danke. Hab ich. Und jetzt? Alle Einheiten, aus dem Norden kommen Föderationslaufboote. Logan, rüber auf die Längsseite. Los, die versuchen aufs Schiff zu kommen. Schlauchboote ausschalten. Ja, mit was denn? Soll ich sie anspucken oder was? So, hier. Na? Ja, nichts passiert, verdammt. Ja, 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 ja. Ach so, ich kann jetzt hier mit N. Oh, das ist cool. Jawohl! Ja, Mann, Alter, das denkt sich aber wie Sau! Das kann ich überhaupt gar nicht fliegen, das ist ja voll der Beschiss. So, war es eine gute Ausbeute? Ich glaube mal, ja, oh, oh. Ja, 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 ja. Kann ich aber noch gar nicht. So, jetzt wieder. Verstanden, 3-1. 3-3-1 kommt rein. Ziele markieren. Wir treffen uns ein, 3-1. Weiter so. Achtung, Schlachtflugzeug ist in der Mission im Einsatz geschieden. Schlachtflugzeug,
So, war das eine gute Ausbeute jetzt? Naja, ich sehe nichts. Ja, aber scheint gut zu sein. Na gut. Ja, 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 ich bin ja schon auf dem Weg, Junge. Ich kann ja auch nicht alles hier machen. Was du nicht sagst, Intelligenzbestie. Alter, ich verbrenne meine Eier. Welches Flugzeug? Markiere die Ziele mit der Steuerung. Och, der arme Kerl hat es nicht geschafft. Na, haben wir getroffen? Ja, war mir schon klar. Na, verdammt. So, der ist die Geschichte. Der auch. Verdammt. Na, immer noch Täuschkörper. Alter, ist der hartnäckig. Transporter sind unterwegs zur Satellitenfarm. Guter Schuss, Logan. Der Träger ist sicher. Jetzt zum Hauptangriff. Kommando, wie geht's unser Taxi? Bestätigt. Viper 6 kommt. Norad hat mehrere Stäbe geortet, die in die Atmosphäre eindringen. Die Satelliten sind funktionsfähig. Alle Mann auf Rennstrahl vorbereiten. Alarm! Du der Heli, der da kommt! Mann, Leute, eins muss man denen lassen. Sowas können die. Ah, verdammt! Los zum Eli! Komm schon, Logan! Los doch, los doch! Das muss von den Föderationssatelliten kommen, die haben das Scheißding aktiviert! Wir haben nur eine Chance! Schließen wir uns dem Angriff an und schalten die Satellitenfarm aus, sonst ist der Krieg vorbei! Wir schlagen an zwei Stellen gleichzeitig zu. Ein Angriffstrupp ist gestartet. Das Ziel ist eine Föderationsraumstation. Sie dringen in die Station ein und übernehmen ihre Orbitalwaffen. Damit sie sich überhaupt nähern können, müssen wir das Frühwarnsystem der Station am Boden zerstören. Hash, du führst ein Team an, übernimmst die Kommandozentrale und feuerst eine Rakete auf ihre Satellitenfarm. Rock könnte im Gebiet sein, aber das hier hat Priorität. Ein gepanzertes Bataillon dringt durch die Verteidigung vor. Rechnet mit dem härtesten Widerstand im ganzen Krieg. Habt ihr Erfolg, haben unsere Streitkräfte im All eine echte Chance. Verbindungsabbruch, 5. Juli. 15.16 Uhr, Satellitenfarm der Föderation. Atacama-Wüste. Treffen auf schwere Luftabwehr, halber Kilometer von der Abbruchzone. Nicht vom Kurs abweichen. Diese Panzer müssen vor Ort sein. Kommando Ende. Yeah, boy. Was denn? Ich krieg kein High Five oder sowas. Oder Bro Fist. Naja. Waffensysteme fahren hoch. GP funktionsfähig. Panzer ist bereit. Verdammt! Ich hab diese Seite. Bereit? Was waren das jetzt, Jungs? Oh oh. Tja, das sieht schon mal vielversprechend aus, oder? Festhalten, entkoppeln den Panzer! Juhu, das war nicht schlecht.
So, ich muss gar nicht lenken, oder doch? Ja, doch. Einfach hier durch. Jawohl. Na gut, mal sehen, was die hier reißen mit unserem kleinen Panzer. Was? Das waren Verbündete? Verdammte Scheiße aber auch. Toll, dass mir das jemand mal sagt. Ja, und warum ballern die? Ach, die da drüben sind keine. Ja, die hauen doch ab. Okay, das sind unsere Verbündeten, die auf der rechten Seite sind, unsere Feinde. Das denkt sich hier aber komisch. Na, geh da weg, Junge. Das denkt sich wirklich sehr, sehr komisch. So, das sind Lenkgeschosse. Ja, wohin denn? Ah, verdammt. Haben wir getroffen? Ja, haben wir. Mann, Mann, Mann. Was für ein guter Schütze ich doch bin. Jawohl, den habe ich auch voll erwischt. Ist das unser einer? Ja, das war ein Feind. Ey, das sind ja Feinde. Was machen die denn jetzt auf einmal hier? So, weiter. Weiter jetzt, Mannens. Nein, sind das Feinde? Keine Ahnung, auf jeden Fall sind sie jetzt auch Geschichte. Keine Ahnung, Alter. Naja, ich lass sie mal, die gehen so oder so drauf. Mann. Okay, wir haben auch einen MG. So, wir müssen diese Punkte hier zerstören, oder was? Ja. Jo, ruckel, ruckel. Ach, das ist ja unser einer. Oh, oh, Leute, ich glaube, das wird nichts. Oh, Mann, das war's aber ja. So. So, mal ein bisschen Rauch werfen hier. Tja, das ist aber dämlich. Man sieht hier gar nichts.
Ich gehe mal die Stellen hier kaputt machen. Ja. Yeah. Sind das Feinde? Jupp, das waren Feinde. So, die Stelle gehen wir da noch. Den gar ausmachen. Ah, verdammt, das war nicht gut. So, schon besser. So, und weiter geht's. Da ist noch einer. Ach, den lassen wir jetzt mal. Der ist auch so doof und ballert auf den Panzer mit einer Pistole. Kommando, Flugfeld gesichert. Verstanden, Badger 1-1. Vorrücken zum 4. Bataillon und dann direkt zu Echo 3-2. Primärziel unterwegs in Foxtrot 9. Ghost Team ist unterwegs. Wiederhole, Ghosts unterwegs. Na gut, Leute, bevor es allerdings hier weitergeht, kommt mal wieder ein Cut. Hat's euch Spaß gemacht? Dann kommentiert, abonniert, liked bitte das Ganze und schaut auf jeden Fall im nächsten Part wieder mit rein. Macht es gut und bis dann. Ciao.